Das ist ein Luftfeuchtesensor, eine LED-Leuchte und die wird geschaltet durch eine Funksteckdose. Ich habe gesagt, bei 60% soll die leuchten. Und bei 55% soll sie wieder ausgehen. Und das Ganze ist super easy going und ich möchte euch zeigen, wie das ohne jede Art von Programmierung ganz einfach zu schalten geht. Bis gleich. Hallo, schön, dass ihr da seid. Was werde ich euch zeigen? Und zwar den Grundaufbau von P+ mit Tinkerforge-Modulen. In diesem Fall ein Feuchtesensor schaltet eine Funksteckdose. Also, hier ist das Setup mal hergerichtet. Ihr seht hier in dem Bereich die Simulationssoftware P+. Im rechten Bereich hier seht ihr die Webcam über den Modulen und der Leuchte. Und hier ist der Chart, der uns in Echtzeit die aktuelle Luftfeuchte am Sensor anzeigt. Damit das auch passiert, starten wir die Simulation hier. Und schon wird die Luftfeuchte angezeigt. Ich nehme jetzt mal den Sensor, halte ihn mal vor mein Gesicht. Ihr seht schon sofort die Änderungen. So, was wollten wir eigentlich? Wir wollten, dass er bei 60% schaltet. Also atmen wir mal einkräftig rein und es schaltet. Und bei 55 soll das Ganze wieder ausgehen. Da ist es passiert. Wie geht das Ganze so schnell? Stoppen die Simulation. Durch dieses Relay. Ein Modul aus der Library von P+. Doppelklick. Wir haben eingestellt, schalten bei 60, ausschalten bei 55. Das können wir hier sofort verändern und es wird sofort so funktionieren. So einfach ist das. Und im nächsten Projekt zeige ich euch, also Teil 1, wie bauen wir so ein Projekt auf? Was ist in der Library? Wir fügen die Module hinzu. Wir verknüpfen diese Module, wir belegen diese Module und machen einmal dieses hier von Grund auf. Alles klar. Also, bis zum Teil 1. Macht's gut. Tschüss.